Dich muss ich töten, ja, dich. Na hi, willst du auch? Hier sind Bären. Ich sammle nur kurz Bären, ne? Ja, dann macht euch mal vom Acker, ist gut. Die Angst gekriegt, Pussys. Pussys! Boah, ey, nee, Alter. Warum ruckelt das so? Das gibt's ja nicht. Unerhört. Das mal kurz anschauen. Oh. Okay, das ist jetzt gerade ganz übel. Sollte alles funktionieren. Alles wegen euch! Der Typ wird den Bärensaft von allen Löchern, die er besitzt, wieder rausbekommen. Das meine ich sowas von ernst. Wir haben aktuell bald 500 Bären. Zwei Sträuchern. Die dann alle verderben werden. So. Ich gebe dem jetzt seine Beeren für seinen Beerensaft. So, come on. Wo bist du? Ah, der ist in der Küche. Der Koch will seinen Bärensaft. Ah. Na, das scheint mir aber sehr plausibel zu sein. Zu geringe Ausdauer, ernsthaft? Na du? Hier, bis zum nächsten Mal, alte Bärt. Ich lasse die Bären bei dir, ne? So, hier, ja, kannst du immer Bärensaft machen, ne, alte Bärt? Das ist gut. Finde ich super. Also, die Feldarbeit ruft. Und zwar können wir jetzt Kohl anbauen. Für den Herbst. Das bedeutet, habe ich die Sichel hier drin? Das ist nicht mal mein Haus. Ich vergaß, mein Haus hat ja keine Tür mehr. Und
Die Steinsichel war hier drin. So, nur 105 Zwiebeln? Rote Beete ist nicht erntebereit und Karotte auch nicht. Okay. Dafür aber das Weizen. Mit einer Sense wird's schneller gehen. Alter, ist es dein Ernst? Wie? Schon kaputt? Haarfärben, nicht erntebereit, Flachs schon. Hier habe ich noch mehr Zwiebeln, ich wusste es. Doch auf zu ruckeln. Alter, what? Jetzt ist ganz übel. Was ist los, Digga? Ich mach doch nichts anderes wie immer. Das meint er nicht ernst, oder? So, 330 Zwiebeln. Holla die Welt. Ich kann mich da nicht mehr bewegen. So. Ja. So ist das Leben halt. Digga, das. Mann, nee. So. Bewegen uns wie die Deutsche Bahn. Gezielt und schnell. Und wer meckert jetzt, bitte? Jagdhütte hat kein Messer. Ja, schön. Was stellt die Schmiede her? Keine Steinmesser. Das wird schwierig. Da kann ich nicht viel machen, da muss ich Holzschaft und Steinspitz-Dingens. Ja, ich würde ja sehr gerne
Das Ding selber, ja, Stern gerade, aber ich komme nicht vom Fleck. So, und schon geht's ein bisschen schneller. So, wenn der Tag dann hier vorbei ist. Der ist erschöpft, weil er 400 Zwiebeln von A nach B bringen muss. Ich bin immer wieder fasziniert und schockiert von dem Spiel gleichzeitig. Die bringen ja, die Macher von Medieval Dynasty bringen ja ein Nachfolger, kann man es Nachfolger nennen, sagen wir mal ein neues Spiel, nach dem gleichen Spiel. Spielprinzip, also es hängt zwar nicht zusammen, ist das zwar das gleiche Spielprinzip, nur eine andere Epoche, sprich nicht mehr Medieval Dynasty, sondern Wild West Dynasty. Wir haben jetzt angefangen mit den Entwicklungen offiziell. Angekündigt war es schon seit letztes Jahr, dass sie es rausbringen werden. Sieben Samen brauche ich bei mir. Verdorben müssen nämlich rüber. Alter, hör doch mal auf zu laggen, ey! Und ja! Man munkelt, ich werde dieses auch let's playen. Man munkelt. Also Steine, so mache ich jetzt einfach nur noch Steine. Ich sammle kurz Steine, weil sonst habe ich das Gefühl, dass die Ressourcen zu schnell erschöpft sind. Alter, hör auf rumzulegen, ohne Scheiß. Kann das sein? Es fühlt sich echt komisch an, ne? Ich habe extra alles probiert, dass es nicht mehr laggt oder irgendwie zurücklangkommt. Und genau heute, wo ich aufnehme, wie normalerweise auch immer. Aber heute denkt er sich, nee, Digi, hab nicht so Bock drauf. Du musst schauen, wie du da über die Runden kommst. Weiß schon, was ich tun muss. Nur halt, also ich wollte heute einen neuen Laptop kaufen. Genau eben dieses Rumgelege zu vermeiden, respektive dass es gar nicht mehr auftritt. Oder zu minimieren oder zumindest für eine gewisse Zeit wieder in den Griff zu kriegen. Aber den Laptop, den ich wollte, war schweizweit ausverkauft.
Jetzt muss ich halt eine Alternative finden. Und die Alternative wird nicht billig. Das weiß ich jetzt schon. Sieben Steinmesser und ein achtes. So. Jetzt solltet ihr wieder genug Steinmesser haben. Gut. Perfekt. Ich brauche eine Sichel. Genau wegen dir bin ich hier hingekommen. Steinwerkzeug. Nein. Nein. Oh Mann, da muss ich das auch noch freischalten. Wo ist die Küche? Hier. Alter, hör auf rumzulegen, Mann. So, Fleisch mit Soße. Damit hat er jetzt genug zu tun. Arbeitsplatz frei machen. Was verkaufen wir den Dullis da drüben? Pelz. Kann ich ja nichts damit anfangen. Ich brauche was zu trinken. Alter, diese Legs, das ist auf ein neues Level gebracht. So. Kann ich Pelze andrehen? Ich glaube, ich drehe sie dir an. Zeig mir deine Ware. Alter! What the fuck ist gerade los, ey? Pelze hier. Friss. Dankeschön. Zeichen. Wulstan. Zeig mir deine Ware. Uh,
Ist das neu? Bettdecke, ein Geschenk, ein verzierter Bettzug für jemanden, der pragmatisch ist, kann einem Angebeten geschenkt werden. Glasflasche, Handfächer. Goodbye. Tatsächlich. How is life treating you? Ludwika, Romantik. Wie geht es dir, meine Schöne? Seine Liebe habe ich. Nein, ich könnte deiner Stimme stundenlang zuhören. Singst du? Darauf kannst du den Hinter verwenden. Na, 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 na. Hey, hey, hey. Pflüktiv. Okay. Cringe? Wurdest du schon einmal von einer Biene gestochen? Wenn ja, denk daran, zuerst den Stachel herauszuziehen, dann eine Zwiebel zu halbieren und die Wunde damit einzuräumen. Meistens ist es harmlos, aber das Gift kann manchmal gefährlich sein. Meine Tante hat mir das vor Ewigkeiten beigebracht. Das funktioniert wirklich. See you soon. Du fliegst jetzt einfach mal so daher, okay. Cringe. Technology. Wo war's? Nicht Bogen. Nicht Küche, Schmiede. Steinsichel. So. Vier Steine, vier Stecker. Digga, hör auf zu schnaufen, Mann. Boah, der macht mich aggressiv. Dass hier keinen Stein hat, nur ein paar Enten. Komisch. Hier. Stein. Stecker habe ich genug dabei. Perfekt. Ja, ich glaube, wir machen jetzt einfach diese Folge. Ah, der Laptop ist heiß. Ich glaube, der ist wirklich komplett durch. Ich muss mich um das Problem schnellstmöglich kümmern. Also ich werde... Vermutlich werde ich es jetzt so machen. Ich hole mir einen Laptop. Einfach so für die Übergangszeit. Dann hole ich mir ein MacBook. Und dann hoffe ich, sollte es keine Ruckler mehr geben. Laptop brauche ich so oder so. Auch wenn ich auf Apple wechseln würde. Da ich jetzt gewisse Lizenzen für Software gekauft habe, die nur auf Windows funktionieren. Und nochmal bei Apple die gleiche Software zu kaufen. Habe ich nicht so Bock. Deshalb bleibt es dabei. Dann muss ich halt dann so zwischen den Plattformen hin und her switchen. Was gar nicht so einfach ist, also ich kann jetzt nicht zum Beispiel. Was könnte ich schon? Ich glaube, das geht eben nicht, dass man die gleiche externe Festplatte für Windows sowie auch für Apple braucht. Weil die ja andere Codierungen brauchen, um funktionieren zu können. Das bedeutet, ich könnte nicht mal auf dem Windows-Rechner aufnehmen und auf dem MacBook schneiden, außer ich füge es über die Cloud hinzu.